dass hier Dre Vogt über Crowdfunding es geschafft hat, wieder ein Printmagazin in diesem Jahr auf die Beine zu stellen. Ja. Das fand ich eine große Leistung. Liebe Leute, es ist der 31.12.2021. Wer hätte gedacht, dass wir so weit kommen? Ich natürlich habe es mir gedacht, aber hier sind wieder eure zwei Modeltypen, Markus und Dennis. Markus, guten Tag. Guten Tag, freut mich. Lass dein Gefühl freien Lauf, bitte. Ich kann gerade nicht, ich bin schon sentimental, weil das Jahr bald zu Ende. Wir haben ja jetzt 23.59 Uhr gerade, ja, wo wir telefonieren am 31.12. Ja. Selbstverständlich. Und, wir machen alles live, alles für die Community, alles Hobby. Ja, alles stehen und liegen lassen. Ja. Nee, es geht gut. Ich hoffe bei dir auch. Ja, alles wunderbar. Und wir hatten uns gedacht, wir machen so einen kleinen Mini-Recap unseres ersten Podcast-Jahres ja quasi. Also diese Folge ist ja auch Folge 20 tatsächlich. Runder Geburtstag für Hobby-Podcast. Ist ja auch, müssen wir den Podcast gleich mal fragen, wie der sich fühlt. Podcast vor allem. Podcast. Und wir wollten mal so ein bisschen zurückblicken und wir können ja mal einfach mit einem kleinen Run unserer Podcast-Gäste anfangen. Also ich kann ja mal runterrattern und dann tauschen wir uns einfach mal so ein bisschen aus. Es fing ja leider mit einer Folge an, wo nur wir beiden sind. Das war natürlich schon mal sofort recht low. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand mal angehört hat. Die Typen. Ja, hat. Das kann ich dir bestätigen. Ja. Leider mehr Leute als gedacht. Aber 31. August ist sie rausgekommen. Am Geburtstag meiner Mutter. Das ist natürlich ein großes Geschenk für sie gewesen. Ich denke, sie war noch nie so stolz in ihrem Leben. Das heißt 31. August, das heißt, es ist jetzt genau auch auf den Tag genau dann dementsprechend auch ein Jubiläum. Ja, sozusagen. Verrückt. Und dann kam ja quasi schon sofort ein Highlight in der zweiten Folge. Also zweite und vierte Folge hatten wir Legende Helge zu Gast. Ja. Haben einfach und zwei verschiedenen Hintergründen den eingeladen. Einmal Fanartikelwelt, einmal seine Cardshow damals. Das war stark. Was blieb dir bei Helge so hängen? Er als Typ, natürlich. Also, und das war ja genau zwischen den zwei Folgen, habe ich ihn ja auch dann getroffen gehabt, persönlich dann in Mefelden. Und das ist einfach ein sehr, sehr cooler Typ. Vor allen Dingen ist er jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen in Amerika gewesen und hat dort einen Stand auf einer Cardshow gehabt, habe ich gesehen. In Tampa, ja. Mega. Ich war ein bisschen neidisch auch. Aber ja, ich glaube, ich weiß ja nicht, in welche Richtung er geht. Er hat ja seinen Shop hier noch, ob er da vielleicht auch dauerhaft oder öfter in Amerika ist. Also ich verfolge das auf jeden Fall. Helge, Gruß geht raus. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe für deine Ziele. Nächstes Jahr, lieber. Ganz feiner Gast. Ja. Dann hatten wir den Detaildoktor Jochen zu Gast, Colors of Cards. Fand ich auch ein sehr überraschendes Gespräch, weil er halt diese Detailliebe und diese das Qualitätsmanagement quasi angesprochen hat. Das fand ich eine richtig gute Folge und seinem Kanal folge ich auch sehr gerne. Colors of Cards, finde ich, hat immer geile Bildideen. Ja, ich freue mich da jedes Mal, wenn ein neues Bild rauskommt und muss mir das auch immer nochmal genauer, weißt du, sonst gehst du über dein Feed und siehst da neue Karten, neue Bilder, aber bei ihm bleibst du halt schon immer nochmal hängen und guckst da, was hat er sich jetzt dabei gedacht? Also super kreativ. Ja. Der Jochen. Dann hatten wir Marc. International, erster internationaler Gast, Luxemburg, Clint Capella Collector. Ja, der Marc, das ist auch ein sehr, sehr cooler Typ. Ich habe ihn tatsächlich, der war bei der Eröffnung auch vom BB Potter. Hast du ihn gesehen gehabt? Ich habe ihn gesehen, ja. Ich habe ihn persönlich, er war da, aber irgendwie ist er mir nicht über den Weg gelaufen. Ich habe ihn nicht gesehen gehabt. Aber er hat uns ja zum Beispiel auch von dieser besonderen chinesischen App verraten, die es da gibt und natürlich mit seiner Sammlung. Ich glaube, jede Woche hat er auch irgendwie immer neue Karten von Clint Capella, wo ich denke, irgendwie müssen sie jetzt dann doch bald komplett sein. Ja, ein paar hundert braucht er, glaube ich, noch, ne, hat er gesagt. Ja. Dann Legendenstatus, Worms Mandel, muss man sagen. Ja, definitiv. Sind wir way back gegangen, Stichwort Winnetou, das war sehr, sehr stark.
Finde ich auch ein sehr interessantes Gespräch. Dann mit Philly von NBA mit deutscher Brille. Da höre ich auch tatsächlich das eine oder andere Mal rein, wenn es die Zeit zulässt, in den Podcast. Beleuchtet da ja echt auch die deutschen Spieler dann nochmal im Detail. Das, was er bei uns ja schon ansatzweise gemacht hat, macht er da natürlich nochmal richtig im Detail. Und da höre ich super gern rein bei ihm. Und sehr fleißig. Fleißiges ja, auf jeden Pärchen. Fall. Definitiv. Sehr gut. Dann sind wir zum ersten Mal in eine andere Sportart drüber gewechselt. In Folge 10 immerhin schon. Purple Pain Collector, auch cooles Gespräch, muss ich sagen. Auch richtig, richtig geil, richtig interessant. Was ist dir da hängen geblieben? Also, dass er sein Idol getroffen hat, das fand ich irgendwie eine geile Story, dass man sich dann so, ach so, Mensch, bist du nicht der, den ich hier sammle? Ja, genau. Also das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist. Es ist auch, die Karten, die er hat, sind natürlich auch irgendwie sensationell von seinem Spieler. Und also ich meine, jetzt haben wir jemanden vom Football gehabt. Das ist natürlich, der Podcast ist halt sehr basketballlastig. Es ist halt aber auch so von den Sammlern her relativ überwiegend, dass die meisten auch Basketball sammeln. Wir hatten ja aber schon mal ein paar Mal gesagt, falls da draußen Eishockey kam ja schon ein paar Mal die Anfrage, her damit oder eben auch dann noch jemand, der aus dem Bereich Fußball Bock hat, irgendwie ein bisschen was zu erzählen. Weil, also ich meine, Markus und ich können uns auch über Eishockey unterhalten, aber dann ist der Podcast halt nur eine Minute lang. Also das ist, und dann haben wir natürlich Triple Folge gehabt mit Dan Magic, mit Daniel, der sich eingezeckt hat. Wir wollten den ja gar nicht eigentlich für 3 Folgen, aber der konnte es ja nicht sein lassen wieder. Aber das war wirklich auch, also ein ganz, ganz feiner Kerl. Und dem das auch wirklich am Herzen liegt, so dass das Hobby sich weiterentwickelt und so. Das ist mir bei ihm am meisten so hängen geblieben. Ja, auf jeden Fall. Und der Name ist ja auch schon ein paar Mal gefallen in anderen Podcasts. Das heißt, man kennt Daniel, weil er eben auch jemand ist, der den Leuten hilft, weil er eben auch präsent ist im Hobby und ein sehr, sehr cooler Typ, dem ich jetzt auch dadurch durch unseren Podcast auch ein bisschen noch besser kennenlernen durfte und immer mal wieder was zu tun habe. Und verfolge ihn auch, hat ja seinen YouTube-Kanal. Super krasse Karten, die er da immer am Start hat. Also mega Typ. Ja. Dann Thorsten, Mutombo und Benedikt, Sean Kemp, Mark Price direkt hintereinander weg. Ja. So eher 90er-Style, ja. NBA-Basketball. Auch super interessante Folgen, auch bei Benedikt halt super lustig, wie er dann sich dafür entschieden hat, dass er diese 2 Spieler sammelt. Das war geil. Dann kam generell ziemlich interessant, ne? Wie die Leute immer zu ihren Sammlungen gekommen sind. Ne? Also das ist mir jetzt bei allen so eigentlich aufgefallen. Jeder hat so seine Story, die er zu seinem persönlichen Spieler oder Mannschaft gekommen ist. Ja, sehr individuell, ne? Also da haben wir echt schon alles gehabt aus Trotz, aus einfach durch die Liebe zum Basketball, durch Zufall. So, da war alles schon dabei. Ja, wo wir ganz kurz beim Raymond Price, beim Benedikt sind, der hatte das im Podcast nicht angesprochen, aber er hatte uns danach nochmal geschrieben. Und zwar hat er eine Liste erstellt gehabt für sich, wo er so die Top Rookies aus den jeweiligen Jahren einfach mal niedergeschrieben hat, weil er von den Leuten dann Autogramm jeweils immer haben wollte. Und die Liste, hat er gesagt, die wird er eigentlich auch gerne den Leuten zur Verfügung stellen, wer da irgendwie Bock drauf hat. Er wollte ihn noch ein bisschen verfeinern. Das heißt, wenn wir dann soweit sind oder wenn er soweit ist, dann haben wir gesagt, machen wir das im nächsten Jahr auf jeden Fall. Entweder laden wir nochmal ein oder auf irgendeine Art und Weise wird er das teilen. Dann kann er auch ein bisschen was zu erzählen zu der Liste. Die ist echt mega. Dann hatten wir Dennis Heinzmann, die kleine Maus. Die kleine Maus vor allen Dingen, ja. Zu Gast, auch super Typ, muss ich sagen, extrem entspannter Typ. Der, also da fand ich es halt interessant, dieses Seven-Footer, sammelt Seven-Footer. Ja. War ja eigentlich schon meine Idee. aber er hat sich ja wieder vorgedrängelt. Ja. Auch ganz feiner Kerl, muss ich sagen. Kein Wunder, dass der Publikumsliebling ist. Absolut. Cooler Typ. Und ich fand es ja auch immer so interessant, weil ich wissen wollte, wie auch mal mit einem selber Spieler, der auch selber sammelt, weißt du, so mal sich zu unterhalten, wo er dann auch erzählt hat, dass es auch andere gibt im Team, die Karten sammeln. Fand ich mega spannend, das nochmal zu erfahren.
Fand ich auch geil. Dann Paul Gudde. Natürlich auch nochmal super interessante Lebensgeschichte, ganz interessante Herangehensweise an Unternehmertum, an seine eigene Nische finden, aber auch die Liebe zu Karten. Also der, also neben Jump Run, einer der meist benutzten Begriffe war auf jeden Fall Upper Deck, weil das waren die Karten, die da zu der Zeit echt jeder dann immer hatte, bei Paul genauso, der ja vom Berg hinabgestiegen ist quasi, wie Moses, ist der runtergekommen und hat die, da aber die Karten dann mit draufgeschleppt. Das war ja andersrum bei Moses. Der hat ja die Tafel genommen und die runtergetragen. Also das war aber auch stark. Ja, und bei Paul, finde ich, ist dem Podcast konnte jeder auch, ob es jetzt was für Karten ist, aber auch außerhalb von Karten, so viel mitnehmen, fand ich. Da haben wir so einen kleinen Entrepreneur-Podcast hier noch draus gemacht, fand ich. Also es, was der halt auch aus, von seinem Mindset irgendwie aus seinem Hobby gemacht hat, super inspirierend, das gemacht, worauf er Bock hat und die Leidenschaft zum Sport, wie er das verbunden hat mit seiner sozialen Art auch. Mhm. Also fand ich mega spannend. Also, ja. Und dann letzte Folge, Cem, auch sehr interessant, guter Typ, auch sehr viel, finde ich, sehr wichtige Tipps und Hinweise gegeben für den normalen Sammler, für den jungen Sammler halt auch. Fand ich auch, den kannte ich ja vorher auch gar nicht, fand ich aber ein super angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Ja, zumal er ja auch noch gar nicht so lang im Hobby ist, ne? Oder er hat jetzt auch gar nicht gesagt, dass er früher mal im Hobby war und wieder zurückgekommen ist, sondern dass er einfach irgendwie durch seinen Arbeitskollegen ja wieder ins Hobby gekommen ist. Ja, stimmt. Ja. Wie er sich aber dann so reinfuchst und irgendwie, was ihm da wichtig ist, man hat halt auch richtig gemerkt, dass ihm das, was er sagt, wichtig ist. Und dementsprechend fand ich es auch sehr, sehr cool, das Gespräch mit ihm. Sehr gut, sehr gut. Ja, und jetzt sind wir zwei Deppen hier, ne? Jahresrückblick. Hast du ein persönliches Highlight gehabt so für dich oder irgendwas, wo du sagen würdest, ja, da müssen wir besser machen nächstes Jahr? Jetzt Spielanalyse hier. Und jetzt also, sag nicht, ich muss den Trainer fragen. Also mein Highlight war natürlich, jede Woche hier mit dir den Podcast aufzunehmen. Das war mein persönliches Jahres. Highlight. Nee, es war, ist viel passiert im Hobby, also bei mir zumindest. Podcast, YouTube, Instagram, alles ja auch erst eigentlich in diesem Jahr gestartet. Und von daher kommt mir das für eine Ewigkeit vor, aber es ist gar nicht so lange. Und dadurch einfach so viele Leute kennengelernt im Hobby, neue Leute kennengelernt, ob es jetzt ein Podcast ist oder außerhalb des Podcasts. Was ich auf jeden Fall mitnehme aus dem Jahr und hoffentlich auch ins nächste Jahr mitnehme. Ich habe viel gelernt, auf jeden Fall. Sonst, wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwas? Also jetzt hinsichtlich des Podcasts, ob wir Verbesserungsvorschläge meinst du noch haben oder meintest du? Ja, was heißt Verbesserungsvorschläge? Also ich finde, wenn man sich das jetzt mal selbstkritisch anguckt, von der Lockerheit und so, glaube ich, ist das schon ganz gut. Ich finde auch, eigentlich haben wir eine schöne Mischung an Gästen. So, klar, die eine oder andere Sportart müssen wir halt jetzt nochmal irgendwie unterbringen und halt auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, mal so ein Pokémon-Sammler tut uns auch nicht weh, ne? Also, aber ich finde, insgesamt macht mir das auch immer Spaß, wenn wir aufnehmen. Es ist auch immer wieder schön, weil wir nicht so, klar, es geht um die Karten, aber es geht auch immer um die Menschen so dahinter. Und das ist das, was ich einfach sehr, sehr spannend finde. Ich finde es cool, wie sich dein Graded Moments YouTube-Kanal auch entwickelt hat. So, das ist ja auch echt, echt cool, weil da steckst du ja auch wirklich viel Zeit und Energie rein. Da muss ich auch nochmal sagen, Hut ab. Wunderschön. Ich hatte so, also eine Sache, weil wir ja auch hier und da mal beim Thema Musik gelandet waren, im einen oder anderen Gespräch hatten wir uns ja überlegt, dass wir nächstes Jahr mal bei Spotify eine Playlist machen. Die werden wir, wenn die Folge jetzt hier rauskommt, am 31.12., ist die dann auch eingestellt. Die teilen wir dann einfach über Social Media. Und das werden wir so machen, dass jeder Gast, da kann sich jetzt schon mal jeder Gast darauf vorbereiten,
seinen Lieblingssong zu der Playlist beitragen kann. Und dann haben wir hinterher ein Potpourri der guten Laune. Sehr cool. Was wir alle hören können. Und wahrscheinlich ist das so ein Durcheinander, dass Spotify irgendwann anruft und sagt, nimm die Scheiße darunter. Das versteht ja keiner, was ihr da macht. Aber das ist so eine Sache, die ich gerne irgendwie noch dazu nehmen würde. Dann natürlich wollte ich mich nochmal bei dir auch bedanken, Markus, weil du ja quasi, du bringst ja schon mehr Fachwissen mit als ich. Du bist ja schon tiefer in der Materie drin und bist ja immer sehr gut vorbereitet und auf dem aktuellen Stand der Dinge. Und fängst mich auch ab und zu ein, wenn ich zu viel Quatsch erzähle. Wobei das natürlich sehr selten vorkommt. Müssen wir uns auch nichts vormachen? Nein, das kann ich, wie gesagt, nur zurückgeben, ohne jetzt zu emotional hier in dieser Sendung zu werden. Auf zu heulen. Ja, genau. Nee, es macht extrem Spaß, ich glaube, wir ergänzen uns da auch vom Typ. Das ist das auch, was die Leute zumindest immer mal schreiben. Kann auch sein, dass sie nur Quatsch erzählen, aber das sind die Leute, die Netzer Delling war ja ein Wort dazu oder eine Person, die dazu uns genannt wurde. Von daher, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Gab es im Hobby noch einen Moment in diesem Jahr, wo du sagst, der bleibt dir hängen? Irgendwie, was ist die Eröffnung vom BB Brother Store? Oder? Die auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird auch was Besonderes bleiben. Ich hatte ja auch die Ehre, Panini, Tops und Olaf Friese zu besuchen, in deren heiligen Hallen sozusagen. Das war auch, muss ich auch sagen, das war auch echt cool und sehr interessant. Das waren so meine persönlichen Highlights. Ich freue mich, wenn man wieder vernünftig in die USA kann, weil die eine oder andere Cardshow, die muss sein. Ich muss auch sagen, jetzt, ich bin ja hier in Hamburg und habe es letzte Mal oder vorletzte Woche schon gesagt, du kannst gerade nicht vernünftig was planen. So. Es ist einfach totale Scheiße. Mhm. Weil jetzt gerade schon wieder neue Regeln gekommen sind. Jetzt kurz vor Weihnachten kamen die neuen Regeln und wir haben jetzt Ende des Jahres, mal gucken, wie es weitergeht. Aber naja, ich will jetzt auch, ist auch scheißegal. Also müssen wir jetzt mit leben. Und ja, mein Highlight war, würde ich sagen, wirklich die Eröffnung des Card Stores. Auf jeden Fall, ja. Eine kleine andere Sache noch, die mir, das hat eigentlich jetzt gar nichts mit unserem Podcast zu tun, die mir aber gerade als Jahresrückblick noch einfällt, die, glaube ich, gar nicht genug so, also die nicht genug präsent ist, dass hier Dre Vogt über Crowdfunding es geschafft hat, wieder ein Printmagazin in diesem Jahr auf die Beine zu stellen. Ja. Das fand ich eine große Leistung, muss ich mal sagen, Den brauchen wir auch nochmal als Gast hier, Dre, weil der ja auch wirklich, also nicht nur, dass er ein feiner Kerl ist, aber der ist ja auch Legende. Absolut. Im deutschen Basketball. Und das war so eine Sache, wo ich nur sagte, ey, das hätten eigentlich mal viel mehr Leute auch featuren müssen, dass das machbar ist. Dass wenn du deine Community kennst und deine Leute kennst und deine Szene kennst und du denen was Gutes anbietest, dass die auch bereit sind, in Vorleistung zu gehen für sowas. Ja, absolut. Ja. Und das sogar jetzt, nachdem das durch ist, stellen ja die Leute immer noch, ne? Oder konntest du, glaube ich, jetzt immer noch schon mal einfach welche bestellen. Ja. Und da kommt täglich was rein, finde ich auch mega, was da passiert ist. Gibt es hast du für nächstes Jahr irgendwie so einen Ausblick, so Ziele, jetzt alles rund ums Hobby oder was so passiert im nächsten Jahr? Irgendwas? Ja. Vorsätze? Also, gibt es ja die Leute, die. Die Doku ist im Schnitt quasi, die wird kommen. Es wird auch eine Cardshow geben, wo ich hauptverantwortlich für bin. Also ich bin nur noch nicht zum Bürgermeister durchgestellt worden. Das ist noch in der Besprechung. Das sind so zwei Highlights. Und ich würde wirklich gerne, weil das kam ja auch immer mal wieder auf, öfter die Leute jetzt mal wieder treffen, so aus dem Hobby. So das einfach ins Auto setzen und dann mal hingurken da in deine Richtung Frankfurt oder noch weiter in Süden. Viele sind ja im Süden oder man macht es halt bei Kiki im Laden da drumherum. Das habe ich mir schon so ein bisschen mit auf die Fahne geschrieben, dass man die Leute wieder auch mal trifft, ne? Die ganzen gut aussehenden. Hast du was? Hast du eine To-Do-Liste oder eine Vorsatz? Ja.
Also auf einmal natürlich irgendwie das Ziel, unser beider Ziel nächstes Jahr sollte auf jeden Fall sein, Lou Richter in unserem Podcast zu bekommen. Das gehört ganz oben auf die Liste. Dann seit dem Podcast mit Paul Gudde in Basketball-Game gegen dich, 1 gegen 1 auf dem Court, ist auch ganz oben auf meiner Liste. Ja. Und neben dem, auch du hast schon gesagt, ich will unbedingt halt auch mal so eine US-Card-Show. Also du kannst gerade irgendwie auch schon Karten kaufen für die National. Aber das habe ich mich jetzt aufgrund der Lage jetzt natürlich auch noch nicht getraut. Aber das wäre halt schon so mal ein geiles Event. Grundsätzlich bin ich die letzten Jahre gerne immer mal jedes Jahr einmal mindestens nach Amerika geflogen. Und das würde ich halt gerne mal wieder verbinden. Und dann eben dann mit einer Card-Show. Da hätte ich richtig Bock. Ich habe ein paar Sammelziele tatsächlich. Ich habe vor, nächstes Jahr unbedingt, egal wie gut oder wie schlecht sie ist, aber ich möchte eine Doncic-Autogrammkarte haben. Das habe ich noch irgendeine. Also es ist Wurst, aber ich habe das als Ziel. Mhm. Und natürlich meine Bonga-Sammlung weiter vervollständigen. Mhm. Und das kam in dem Termin mit dem Daniel auf, dieses Projekt, weil da auch viel Feedback zu kam von den Leuten, die den Podcast gehört haben, zu diesem Thema Wikipedia. Mhm. Dieses Wiki zum Hobby. Das Projekt einfach mal mit euch, mit den Leuten, die Bock dran haben, mit voranzutreiben, das habe ich auch auf der Agenda für nächstes Jahr vor. Da ist ja richtig was zu tun. Ja. Ist auch schon gekündigt? Nee, noch nicht. Aber kurz davor, ne? Ja, nee. Das ist vernünftig. Nee. Ich mach's so wie Jem, das gemacht hat. Der ist ein weiser Mann. Ja, viel mitgenommen. Jem ist ein weiser Mann, das muss man wirklich sagen. Sehr, und sehr gute. Generell erwartet uns ja nächstes Jahr vielleicht, also es passiert ja sowieso immer ständig was im Hobby, irgendwie, ob es jetzt ein neuer Rekord ist, dann ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich das weiter mit Panini, Fanatics, Tops, gibt es da schon Neuigkeiten irgendwie vielleicht im nächsten Jahr? Ja. PSA, also das Grading ist langsam wieder möglich bei PSA, zumindest ein Service. Die Frage ist, wenn jetzt die anderen Services, die günstiger sind, wie verhält sich das dann? Also auch spannend, wie der Kartenmarkt sich weiterentwickelt im nächsten Jahr. Und ja, mit Fanatics ein neuer Player auf dem Markt, der sich, also die werden sich auch irgendwie breit machen. Da bin ich auch mal gespannt. Auch was sind die anderen Sportarten, die auf dem Vormarsch sein werden? Also, wie entwickelt sich das jetzt mit Fußball, auch international? Mhm. So, oder taucht vielleicht mal nochmal eine ganz andere Sportart auf? So. Und man denkt, okay, das ist auch interessant. Also Formel 1 auch so ein bisschen, hat ja auch eine große Daseinsberechtigung und absolut. Scheint ja auch zu funktionieren. Ja. Kommt da vielleicht noch was anderes? Ist es dann, was weiß ich, welche Sportart es dann ist? Ne? Also ich glaube echt, dass gerade die Randsportarten klingt blöd, aber diese Golf oder eben, wie du sagst, Formel 1, Tennis, da gibt es schon immer mehr und auch Wrestling, also in Deutschland glaube ich irgendwie, ich war früher der totale Wrestling-Fan, so hat das alles bei mir auch damals mit angefangen, mit diesen Wrestling-Figuren, wo du im Ring gegeneinander, die habe ich gesammelt ohne Ende und da gibt es halt schon geile Karten auch von. Ne? Hast du die Figuren noch? Leider nicht, hätte ich die mal behalten. Was hast du damit gemacht? Wenn ich das wüsste, die sind da, wo meine alten Karten auch hingekommen sind, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, von meinen 8 Umzügen, wo die irgendwo gelandet sind. Weil du immer auf der Flucht bist. Ja, ich bin immer auf der Flucht, immer weiter weg, wobei ich jetzt hier ein bisschen, glaube ich, gesettelt jetzt mal langsam bin, aber... Oh, große Worte von Herrn Moments. Ja. Ja, von und zu Moments. Wer schon mal weg war, der weiß, wenn er dann wieder zurück in die Heimat geht, weiß dann, wie es war, weg zu sein und wie es auch wieder ist, zurückzukommen. Von daher würde ich behaupten... Schön. So schön. Das sind wunderschöne Worte zum Jahreswechsel. Vielen, vielen Dank nochmal an alle Hörer, die sich die Zeit genommen haben, die uns Feedback gegeben haben, die wirklich durchweg positiv sich geäußert haben und für die wir das ja am Ende des Tages auch hier machen, wirklich richtig geil. Vielen, vielen Dank. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut angenommen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber wir scheinen super Typen zu sein, Marco. Super. Die Leute lieben uns.
Ja, nee, auch wenn ihr da irgendwie, das hatten wir ja schon ein paar Mal gesagt, wenn es da irgendwas gibt, worauf ihr Bock habt, dann schreibt uns einfach. Und genau, und wenn ihr auf irgendwas überhaupt keinen Bock habt, wo ihr sagt, ey, das, was die da machen, das interessiert mich überhaupt nicht, ne? Schreibt's nicht. Ist auch kein Problem. Ja. Man kann eine Meinung haben, muss aber nicht. Ist ganz wichtig. Das Stimmt. ist schön. Das Schöne sind Worte. schöne Worte zum Jahreswechsel. Frohes neues Jahr. Dir Ja, und euch auch. und euch und uns und allen. Jetzt haben wir auch schon 3 nach 12. Jetzt müssten wir da Ja, jetzt müssen wir mal raus, nochmal eine Wunderkerze anzünden, noch. aber leise. Sehr gut. Hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank. Dann sehen wir uns im nächsten und hören wir uns im nächsten Jahr wieder, oder? Hoffe ich. 2022 geht's weiter. Bis dann. Freue mich. Bis dann. Ciao, ciao.